Willkommen zurück zur Karriere mit Werder Bremen. Wie wir sehen, ist ein Pokalspiel als nächstes auf der Agenda gegen die Leverkusener. Die stellen auch, wie wir eben gesehen haben, hier die guten Torschütze, muss man sagen. Bailey und Stuani machen da auf jeden Fall ordentlich Wirbel. Mal sehen, ob wir das Ganze schaffen. Ich glaube es ja schon. Es wird nicht einfach, weil Leverkusen ist auch in der Bundesliga ganz oben mit dabei. Aber das soll uns alles nicht schocken und hindern, alles zu geben, um letztendlich eine Runde weiterzukommen. Ah, ich sehe da mit einem A. Wenn der fit ist, dann müsste der eigentlich spielen. Da schauen wir einfach mal, ob wir das hinkriegen. Wir gehen erstmal weiter. Ich bin ein bisschen außer Atem. Habe eben schnell das ganze Setup gemacht, damit wir jetzt hier auch möglichst schnell einfach weiterkommen. Und jetzt gibt es erstmal eine Pressekonferenz. Die Journalisten versammeln sich im Pressezentrum und ich trinke erstmal was. Mahlzeit. Bednarek war zuletzt gut drauf. Wird er heute nicht spielen? Rotation ist wichtig. Nicht persönlich gemeint. Ich ändere die Taktik. Rotation ist wichtig. Jeder Spieler möchte natürlich spielen. Ich muss den kompletten Kader im Blick behalten. Wenn Bednarek seinen Anspruch auf den Startplatz untermauern will, muss er seine Chancen nutzen. Wird der Spieler der Partie die Leistung der Mannschaft beeinflussen? Na, zu Hause heißt es immer, spielt man besser. Wir sind Profis, wir sind zu allem bereit. Heimspiele sind immer gut. Wir sind zu allem bereit. Zu Hause ist natürlich immer leichter, aber meine Mannschaft ist bereit, in jedem Stadion zu siegen. Und gegen jeden Gegner. Okay, hoffentlich ist das jetzt nicht zu schlecht. Wir sind Burns. Könnte Bayern nur für Leverkusen gegen ihre Mannschaft gewinnen? Natürlich, alles ist möglich. Unser Spiel ist noch lange nicht perfekt. Möglich ist alles. Unsere Siegchancen stehen gut. Natürlich kann Bayern 04 Leverkusen gewinnen. Siege sind nie garantiert, obwohl wir natürlich top drauf sind. Finde ich eine gute Antwort. Vielen Dank, bitte keine weiteren Fragen. So, jetzt bin ich auch fertig. Und da fehlt mir nach wie vor bei diesen ganzen Antworten, die man da geben kann, irgendwie auch was komplett Kritisches, wo man vielleicht auch mal ja was nicht so Gutes sagt, aber so scheint eigentlich alles ganz gut zu laufen. Hoffen wir jetzt einfach mal. So, in die Bay-Arena geht's. Wir ziehen unser normales Trikot an. Leverkusen auch. Bewölkt ist es, das ist schon mal nicht schlecht. So, Ayer ist Platz, aber der muss spielen. Wo haben wir Bednarek? Oh, der ist nicht fit. Alle nicht fit irgendwie. Das ist natürlich belastend. Rashica stelle ich mal ins Zentrum. Dafür kommt Alizé da von Anfang an mit rein. Almada hätte ich eigentlich auch ganz gerne, weil er so einen guten Impact auf unser Spiel hat. Dann nehme ich vielleicht mal... Eggestein ist eigentlich torgefährlich, aber Eggestein nehmen wir dann diesmal mal raus. Na, Eggestein, willst du nicht? Eggestein! Eggestein ist draußen. So, kannst du ZM spielen? ZM kann er. Erst so ein bisschen platt. Gott, wie sieht ein Tavares aus? Der hat jetzt ein Bild gekriegt. Hallo, Tavares. Der hat ja mal eine Powerlocke, ey. Wahnsinn. Irre. Gravenberg hat das eigentlich ganz gut gemacht. Mit 17. Inverteidiger. Ja. Was haben wir hier noch? Shahin könnte man natürlich bringen. Oder Adarabayo. Ich möchte ich ganz gerne Möwald bringen. Kann er denn ZM spielen? ZM. Ja, Costa. Ja, lass mal Costa erstmal drin. Barial haben wir. Eggestein ist eh platt. Der braucht eine Pause. Dann nehmen wir für ihn mal Gravenberg mal mit. Gomme ist leider nicht ganz so fit. Agume, der hat mir ja nicht schlecht gefallen, als wir ihn gebracht haben. Vielleicht für... Tja. Das macht mir so ein bisschen Sorge. Das heißt, wir sollten vielleicht doch dann Tavares nochmal mitnehmen anstelle von Füllkrug. Damit wir da in der Verteidigung ein bisschen auswechseln können. Hefty, okay. Ah, warte mal. Pierre Gabriel, der war besser. Der ist aber auch platt. Okay, dann muss der sowieso Pause machen.
Ja, ist nicht hundertprozentig fit die Mannschaft, aber so muss es irgendwie gehen, würde ich mal vermuten. Kann er auch links? Nein. Er kann rechts. Er kann nur links. Linksverteidiger haben wir sonst eigentlich keinen am Start. Na doch, hier Pierre Gabriel, aber. Ach doch, hier ihn. Matzen. Ihn bringen auf der linken Seite. Wen lassen wir denn dann hier? Zentral. Oh Mann. Ich glaube, Barrial bleibt da mal draußen. Und ich bringe mal Ludde auf die Bank. Ja, ein bisschen experimentell die Aufstellung, wenn man sich das hier so ansieht. Spieler sind halt nicht so richtig fit. Ich bin auch mal gespannt, wie Matzen dann klarkommt. Ist ein gewisses Risiko. Aber auf der anderen Seite, wer nicht wagt, der gewinnt ja auch nicht. Und ich würde es mir natürlich jetzt auch wünschen, wenn es jetzt nicht allzu spannend wird, wenn wir eine gute Partie machen. Hoffentlich waren die ganzen Entscheidungen bei der Pressekonferenz auch in Ordnung für FIFA. Nicht, dass wir jetzt irgendwie so einen hochgeskillten Gegner haben. Davy Klaassen heute von Anfang an dabei. Hoffentlich macht er ein gutes Spiel. Hat ja zuletzt auf der rechten Flanke gespielt, kurzfristig, und das war gar nicht so schlecht. So, auf geht's. Pokal-Time. Ich trinke nochmal was. Ist ganz wichtig. Ganz wichtig. Okay. So. Der Ball läuft schon gut durch die eigenen Reihen. Und jetzt ist es soweit. Matchtime gegen Leverkusen. Ich meine, die sind oben mit dabei in der Bundesliga. Und es ist das Halbfinale, das wir auf jeden Fall gewinnen wollen. Gucken wir uns das mal an, jetzt mal im Dachspektakel. Sonst kippe ich das ja immer durch. Jetzt gucken wir uns einfach mal die Show hier an. Das sieht aus wie Pavard, aber das wird er wohl nicht sein. Oder? Kapitän. So, jetzt hätte ich gerne die Mannschaftsaufstellung. Alle irgendwie gefühlt größer, die Leverkusen, ne? Da ist Williams. Da ist Hefti. Pavlenka. So, Fans sind bereit. Wir sind bereit. Antonio Rüdiger spielt da. Meine Güte. Nadim Amiri. Iñaki Williams. Hier also die Aufstellung. Oh Mann, da hat es aber Matzen echt schwierig. Der muss gegen Paulinho und Bellarabi und irgendwie auch Williams kämpfen. Hier die Bremer Aufstellung. Manager Monty Burns. Da sehen wir, wie es auf dem Platz aussieht. Matzen freut sich auf jeden Fall, denke ich mal, dass er hier das Vertrauen in so einem wichtigen Spiel letztendlich dann da vorne zu spielen. So, eben schnell alles einstellen. Pressing! Pressing. So, Amiri hat den Ball. Bakambu. Oh, den kennen wir. Bakambu. Bakambu! Läuft erstmal hier komplett durch. Das war nicht gut. Erstmal gute Phase der Leverkusener hier. Lass den Ball gut durch die eigenen Reihen laufen. Ja, nee, nicht gestört. Diaby. Vorteil, Bakambu. Der ist gefährlich, Bakambu. Ballverlust, Klaassen. Immer noch die Leverkusener. Erster Abschluss. Und Pavlenka kann den Ball einfach aufnehmen. Jetzt Matzen. Boah, gefährlicher Ball. Was war denn das für ein Ball? Williams. Vorsicht jetzt. Bellarabi. Oh. Also Leverkusen hat die bessere Anfangsphase hier. War da noch Pavlenka dran? An den Pfosten. Jesus Christus. So, wer da jetzt mal hoffentlich mit ein bisschen Zeit für Aufbauspiel.
Klaasen haut den Ball in den Leverkuser Nachthimmel. Gab's da einen Foul? Anscheinend ja. Vielleicht gibt's sogar Freistoß. Nein, gibt's natürlich nicht. Oh Mann, ich hoffe, wir schaffen irgendwie ein Ergebnis innerhalb der 90 Minuten. Das wäre mein Wunsch. Aber Leverkusen zieht uns hier echt gut auseinander. Ah ja, yeah, pass auf. Oh, Bakambu, wieder scheiß Bakambu. Amiri. Hefti. Kann hier nicht genug stören. Matzen. Und da ist der Ball weg. Also Werder momentan hier das schwächere Team. Auch das ist offenkundig. Baumgartlinger. Oh Mann. Jetzt Klaasen. Schickt. Rashica, Rashica mit der ersten Schusschance. Beste Chance für Werder bisher. Und der Konter läuft schon wieder über Amiri. Matzen. Schön gesehen. Kommt er da noch ran? Auf Bittencourt. Bittencourt schafft er die Flanke. Und nächste Chance für Werder. Aber Rashica trifft den Ball nicht richtig. Kann er sich gerade so durchsetzen? Verdammt. Das hätte es echt sein können. Aber somit weiter 0:0. Nur Werder findet jetzt so langsam besser in die Partie. Immer mehr Chancen. Nimm doch den Ball, Mann! Wieso geht der denn nicht ran? Was war das denn? Arbeitsverweigerung. Der Ball ist Lava oder was? Oh, Williams, das ist nicht gut. Matzen. Barriere. Gut befreit. Almada. Almada, mach es jetzt, Junge Almada. Nein, Almada, nein. Oh, Riesenchance für Almada hier. Und jetzt muss man wirklich sagen, jetzt hätte es schon längst 1:0 stehen müssen. Aber die Chancen liegen lassen. Ah, verdammt. Klaasen! Oh. Meine Phrase, ey. So, ein Tor liegt auf jeden Fall in der Luft. Ich hoffe, jetzt machen wir es auch mal. Erstmal ruhiges Aufbauspiel wieder von Werder. Aliseda. Und Abstoß von dem Tor der Leverkusener. Oh Mann, so viele tolle Torchancen gehabt, ey. Pass auf, jetzt machen die gleich hier ein Kontertor. Ich sehe schon wieder kommen, ich spür's. War Leverkusen nicht das Spiel, was wir noch 2:2. Wo wir 2:0 geführt haben und dann... Alter, Alter. Oh Mann. Ich glaube, dann haben wir noch unentschieden gespielt. Mann! Mann! Oh. Acosta. Jetzt. Aliseda, Aliseda. An den Pfosten, natürlich an den Pfosten. Oh, das kann nicht angehen, FIFA, ey. Ich merke das schon wieder. FIFA will nicht, dass wir gewinnen. Wir haben irgendwas Falsches gesagt in diesem scheiß Interview. Und deswegen, oh, wir sind zu allem bereit. Wir können jede Mannschaft schlagen, egal wo. Und wie sieht's aus? Wir machen einfach die Tore nicht rein. Und die spielen jetzt hier wie FC Barcelona.
Vorsicht jetzt. Ja, komm. Oh, heftig. Mann, was soll denn das? Okay, Radecki. Artistisch. Almada, meine Güte, ey. Der hatte echt mit die größten Chancen gehabt, aber auch Rashica. So, pass auf, ich spüre es. Das ist jetzt das Tor. Ich spüre es. Mann, 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 Mann. Bakambu. Fucking Bakambu. Oh, okay. Halbzeit. Oh Mann, ey. Wir haben echt so viele tolle Chancen liegen gelassen. Hoffentlich rächt sich das jetzt nicht noch. Es hätte schon längst mindestens 1-0 stehen müssen. So ist es jetzt eine enge Kiste. Und ich mag echt gar nicht dran denken, wenn Leverkusen jetzt einmal so ein Kack-FIFA-Tor macht, was dann passiert. Soweit da, alles ist in Ordnung. Grund zum Auswechseln sehe ich aktuell noch nicht. Aber wir müssen jetzt das Tor machen. Mann. Costa. Schön. Wieder nicht richtig getroffen den Ball. Was ist denn heute mit Rashica los? Mann, ey, Rashi, was ist los mit dir? Ich glaube, den nehme ich jetzt auch raus. Das kann ich mir nicht mehr angucken. Wir nehmen Rashi jetzt raus und bringen für ihn Steven. Ich glaube, der hat einfach mehr drauf. Und Almada nehmen wir auch mal raus. Dafür kommt Möwald, zwei frische Leute. Mal sehen, vielleicht sind die ein bisschen torgefährlicher. Mein torgefährlich waren die ja beide, aber die haben so viele Chancen liegen lassen. Bakambu. Foul, gelbe Karte. Mit Ansage, Silvan Hefti, unser Captain. Rashica ist raus und jetzt Almada auch. Ja, Mann, das war mein Freistoß. So, Matzen macht seine Sache eigentlich ganz gut bisher. Das war natürlich ein Kackpass, Möwald. Dafür habe ich den nicht eingewechselt. Oh, nö. Nö! Was war denn das, Mann? Bakambu, fucking Bakambu. Schön. Das gibt wieder Abseits, wetten. Abseits. Ach, Mann. Amiri geht raus. Leverkusen wechselt also auch die defekten Teile aus. Ali Seda, das Plaza kackt auch ab, Mann. Auch der Spieler an den Pfosten. Ey, Mann. Was soll denn das? Ja, natürlich kommt Williams daran. Elfmeter oder was? Ja, Freistoßtor. Guckt's euch an. Der Ball geht rein. Kurze Ecke. Unhaltbar. Ich sag's euch. Guckt euch die Scheiße an jetzt. Mit Ansage. Mit Ansage. Okay. Alles klar. Kurze Ecke war richtig. Oh Mann! Ich mache mir das Leben auch echt selber schwer hier. Paulinho. Okay. Oh, wieder abseits. Mann. Und wieder Bakambu. Immer wieder fucking Bakambu.
Oh nein. Williams, Williams, Williams. Das ist er. Siehst du so eine Scheiße, Mann? Oh, durch so ein Gammeltor, ey. Na toll, ey. Oh, riecht mir das auf, ey. So. Ja, und der geht nicht ran. Kann jetzt ja nur sehr offensiv spielen. Steven Plaza, ey. Oh. Ey, sehr offensiv. Es nutzt nichts. Ich muss alles nach vorne werfen. Sonst war's das. Dann raus. Adieu, mon ami. Natürlich ist das kein Abseits. Williams. Nimm doch den scheiß fucking Ball. Oh. Ja, jetzt kommt 2-0. Oh. Matzen. Matzen verliert den Ball. Geh nicht ran, geh nicht ran. Und Einwurf für Leverkusen, alles klar. Boah, riech mich das auf. Da wäre echt ausgeschieden, ey. Verdammt. Ey, FIFA, Dankeschön, ey. Das ist echt eine Entskillung, ey. Die haben unsere Spieler jetzt echt verhext. Manometer nochmal. Oh. Ja, ich schätze mal, wir müssen uns damit anfreunden, dass wir den DFB-Pokal... Wettbewerb verlassen werden. Ich glaube einfach, das war's. Wir machen jetzt 2-0. Acosta. Ach, Möwald, ey, dich hätte ich nicht einwechseln sollen. Ey, du bist ja noch blinder. Spieler gehen nicht hin. Siehst du, er macht jetzt das 2-0. Ja, Mann, ey. Komm, spiel deine scheiß Flanke jetzt. Oh, das ist... Geh mir bei, der macht jetzt 2-0. Ja, mach das 2-0, komm, fick mich. Entschuldigung, habe ich nicht gesagt. Oh. Ah! Ja, Ecke, jetzt haben sie sich festgespielt. Das war's. Das war's einfach. So, jetzt spiel den scheiß Ball nach vorne. Das Wunder von der Weser bleibt leider aus. Weil wir nicht an der Weser sind. Das kann auch so nicht klappen. Das war's. So, wir sind ausgeschieden, Leute. GG an Leverkusen. Und selbstgemachtes Leid, muss ich sagen. Wir haben es nicht geschafft, hier mal ein Tor zu machen. Wir haben so viele Chancen liegen gelassen. Und wem ich das verdanke, ist FIFA. Danke, FIFA. Aber das soll uns jetzt nicht weiter stören. Es ist echt, echt ärgerlich, dass wir ausgeschieden sind. Ah, na gut. Letztendlich, wir werden uns dann jetzt voll auf die Meisterschaft konzentrieren. Die Folge ist jetzt zu Ende, Pokalamt geht zu Ende und ja, wir sehen uns hoffentlich mit neuem Elan, neuer Kraft und Siegeswillen in der nächsten Folge weiter. Macht's gut, ciao.